Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch State of Decay 2 und zwar die Juggernaut Edition auf dem Schwierigkeitsgrad Schrecken. Wir schauen mal kurz ins Schließfach. Was ist denn da zu tun? Also erstmal wollen wir uns bewaffnen. Eine Mündungsbremse und nochmal eine Mündungsbremse. Okay. Dann kann man die mal entladen. Und hier den Mod abmachen. So. Entladen und verwerten. Mod anbringen. Wunderbar. So. Dann haben wir hier einen besseren Rucksack. Also einen leichteren vor allen Dingen. Wir haben das. Brauchen wir noch eine Kurzwaffe. 9 mm 18 Patronen. Dann mal ran hier. 9 mm. Geknallt gerade. So. Nehmen wir das. Und sind jetzt wieder okay, oder? Ja. So, reparieren. Die ist in Ordnung. So, Regeneration. Genial wäre ja. Die Regeneration, Notfallmedizin, so ein abgefahrenes Mittel. Mods verwalten, Container, Dünger, Fahrrad, ja, hier ist nichts dabei. Sofortige Gesundheitsregeneration. Ausruhen entfernt Verletzungen. Machen wir das. Gut. Dazu brauchen wir 3 Feinde.
Also wir haben nach wie vor Bedarf an Munition und an Benzin. Gemeinschaft zu sieben sind wir. Thermitbomben. Oh, das kostet einfach zu viel. Kostet alles Dinge, die wir nicht haben. Gut, dann nehmen wir noch. Das Computerbuch. Jetzt wollen wir mal schauen. Chirurgie, Munition, Konstruktion, Versorgung. Anna ist auch Munitionsexpertin. Geistesgegenwart. Und Kräuterkunde. Okay, Anna. CC sind redundant. Messerkämpferin äußerst loyal. Oh ja, schwierig. Gut, also dann mysteriöse Übertragung. Fangen wir da mal hin. If you stay put, I'll see you soon. Uh-oh. Einzelschuss. Geh zu Valo-Wagen, um mehr zu erfahren. Ja, hier sind wir bei. Da ist jemand. Meine Freundin hat sich mit einem Händler getroffen, ist immer noch nicht. Ja. Okay, great. Suche nach Plank beim Brontoges. Okay, mache ich. Und das ist hier. Der Stoß ist schon cool.
Suche nach Plank. Already. Is there anybody here? I'm right here. This isn't going to open. Ich muss ein paar Sachen nach Hause bringen, aber ich bin krank und überladen. Kannst du mich begleiten? I just heard something. We need to be ready if and when all those creeps nearby attack. Can you come see me for a minute? Sprich weiter mit Plank. Did I hear something move? We need to be ready if and when all those creeps nearby attack. Okay, das hat man schon mal. Eskortiere sie zurück. We have a creeper coming in. Sie sehen uns nicht. Home sweet home. Now stay safe. I can't tell you how grateful I am. Sprich mit Plank. Okay. Danke für die Hilfe. Ich habe zusätzlich Flaschen, ja. Und eine Reinigungsstation. 3 Flaschen. Take care now. Das ist echt gut. Nur, dass ich jetzt wieder in die Krankenstation muss. Aber okay. Dafür haben wir jemandem geholfen. Gut. Gleich reparieren. Und wir sollten hier eine Waffe zumindest geben. Nehmen wir doch die hier. Was hat das? 22er. So. Dann gehst du nämlich hier hinein. Und ich überlege, Anna, ob wir...
up a bit. Hey, look who's up to mischief. Okay, die hat Granatwerfer-Schimmer. Holy smoke. So. Gib Benzin aus, um die tragbaren Generator zu... So. Schwerlastlager. Okay, was haben wir hier also? Benzinkanister aufladen. Na, das ist alles. Materialien verschrotten für Ersatzteile. Das in der Tat. Aber für einmal Material für 20 Schrauben? Ist nicht gut. So. Schrotflinte, wir haben nichts. Also diese... Die Situation. Don't give that. We've got this, okay? Okay, kann Billy gleich wieder in die Krankenstation gehen. Ja, seinen Krempel gleich abgeben hier. Kriegst eine Waffe für zwischendurch hier. Und begibst dich sofort hierher. Theresa. So. Arctic Warrior Gewehr. Reparieren. Würde ich sagen, wir nehmen die und als Nebenwaffe die Schalldämpfer sind drauf. Dann das.
vielleicht noch das dazu. Reparieren. Gut. Leichte Armbrust Echo X1. Gut, wir haben nicht genug Brandmaterial. Das reicht hier auf keinen Fall aus, dieses einmal. Wir brauchen weitaus mehr Brandmaterial. You want to try running this place without any fuel? Genau, genau, genau. Darum werden wir uns jetzt kümmern. Wen haben wir denn noch als Unterstützung? Okay, I love people, right? But there's just too many of us here. Kann man sie nicht nehmen? Oh, hey there. Sie hat die und hat keine andere Waffe. Ne, also dann ist mit Julia. Hello there. Julia hat die, genau. Nehmen wir sie als Begleiterin. What's going on, hun? I've got a job. Come on. I've got your back. Denn Theresa ist ja die Chefin. Ein bisschen später dazugekommen, aber macht ihren Job, glaube ich, ziemlich gut. So, medizinische Beratung, Ressourcen, Benzin. Can someone get on the radio to ask the neighbors where we can look for salvage? Genau, damit fangen wir mal an. I've got people working on your request right now. Diesen Artilleriebefehl, den finde ich auch noch cool. Hier? Also direkt hier? Red Talon doesn't let its people starve. If you're dead, ideals don't matter. Natürlich naheliegend, wenn hier mal schaut. That did it. Zombies on the way. Coming your way. Leave a light on for me. Ah, wird noch Julia extra gefragt, ob sie mitkommt. Mal schauen, wo waren die anderen? Could you let me catch up? Cupboards are a little less bare now. Wo ist denn Julia? Ach so, die steht hier vor. Auch ein cooler Move. So. Mal kurz schauen. Okay, fein. Dann Z. Suche Munition. We're low on supplies. Someone should get on the horn and scare up some leads. We will handle the situation for you. Das finde ich gut. Und I'll be busy here for a bit. Okay. Warte nochmal. Hier abbiegen. These are desperate times. Red Talon does what needs to be done. Wo ist denn nun meine Begleiterin?
Steckt die hier fest oder ist hier das Problem? I'm listening. Don't be gone for too long. Und wieder anwerben. This looks like a team job. You in? I've got your back. Sieht aber nicht so aus. Hm? Remember, stay safe. Okay, dann fahre ich eben allein. Fein. Ja, wandernder Händler, why not? Schauen wir uns um. Ach, Julia war übermüdet, ja? Das ist der Grund. No more zombies in sight. Okay, da kommt jemand. Okay, coming home now. Na gut, aber wir können ja trotzdem hier noch reinschauen. Better than nothing. Not my lucky day. Tired. Not good. Okay, I'm all better. Ziemlich cool. Materialien. Time to be fast. Not
not gonna find anything else here. Wish I had space for that. Ja, ja, verstehe, verstehe. So. I need a breather. Remember, you don't have to kill every zombie. Sometimes all you need is time to run. Na, schauen wir mal hier nochmal. Nothing here, but more nothing. Ein 8er Rucksack, 12 Pfund. Na, das ist nicht so toll. Ansonsten ist hier alles weg. Wo war denn eigentlich? Ups. Wo war denn eigentlich der andere Spot hier? Ja, da gehen wir auch nochmal hin. Theresa haut ziemlich rein, erinnert mich ein bisschen an unsere Angie. Ach ja. Damn it. Zombies definitely heard that. Was haben wir dafür? Einen weißen Kettleman-Hut. Glad no one else got to you first. My scavenging went well. War hier noch was? Ja. Ein paar Granaten, eine genau. Okay, dann lassen wir die hier. Wobei, haben wir nicht noch Platz? Ich glaube, wir haben hinten schon alles voll. Ja. Okay, hier ist die... Dann machen wir es so, wir fahren hier auf die Straße und dann nach rechts. Vorsichtig. Holy smoking. Thank you.
Okay. Hey, how's it going? Hi there, nice to meet you. I'm with the network. Maybe you've heard of us? Netzwerk. Install this one on your command. Two more outposts. Okay. Verkaufen. Und kaufen, oder? Ja. Okay, this might be too heavy. 300 ist zu viel dafür. Den 8er hätte ich auch gern. Thanks. Das war wirklich, wirklich gut. Zu weit. Ich bin ein bisschen vertan. Aber nicht schlimm. So, schauen wir mal in die Basis. Wir können... Ja, wir haben ja zusätzlichen Platz. Wir können... das Ding mit einlagern. Hm. Gut. Dann geht Theresa erstmal auf die Krankenstation. Und wir sagen... CC. I've got to get myself healthy. Wer nimmt die Waffen? Als da wären Sturmgewehr. Gleich mal. Reparieren. Wo war die jetzt hier? Gut, durchladen. Wechsel, laden. Fein. So, dann haben wir hier. Das und das. Das ist ganz gut. Oh, wir haben den, den finde ich auch cool. Ja, alles gut. Okay, jetzt schauen wir mal, wenn die Basis hier diesen Mod einbauen. Erstmal den wieder raus. Und den einbauen. Müssten wir ja sogar, also kriegen wir insgesamt einen mehr, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, wir müssten mal ein bisschen Medizin produzieren, finde ich. Wir haben kein Wasser. Und 33 Ersatzteile haben wir eine ganze Menge. Schwach. Das ist starkes Schmerzmittel. Ethanol. Arzneikunde. Kosten plus 2. Ja. Kein Fahrzeug, okay. Schweres Bandito. Leichter Roadmangler. Aufwertungskits haben wir noch nicht. So, der Signalverstärker läuft los. Das heißt, das können wir dann in der nächsten Runde machen. Tja, da sehen wir uns dann. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.